Es ist schon etwas her, dass wir uns in den ersten beiden Teilen zur Halbleitertechnik mit Diode und Transistor beschäftigt haben. Eine Gruppe Halbleiter, die vor allem in der Leistungselektronik eingesetzt wird, fehlt uns noch. Thyristor, Triac und Diac. Herzlich willkommen bei Technik selbst erlebt. Die Bauelemente, die wir heute besprechen wollen, sind im weitesten Sinne elektrische Schalter. Beginnen wir mit dem Thyristor. Der Name setzt sich zusammen aus den Worten Thyratron, das ist der Vorgänger des Thyristors aus dem Röhrenzeitalter, und Transistor. Er ist im Grunde genommen eine schaltbare Halbleiterdiode. Der Thyristor besteht aus vier Halbleiterschichten, die abwechselnd P- und N-dotiert sind. Dabei sind die beiden inneren Gebiete eher schwach und die äußeren Bereiche stark dotiert. Das Schaltbild ähnelt dem der Diode. Es gibt eine Anode, eine Kathode und eine zusätzliche Steuerelektrode, das Gate. Während eine einfache Diode mit einer positiven Anode leiten würde, verhindert beim Thyristor der mittlere PN-Übergang einen Stromfluss. Durch einen Strom am Gate kann der Thyristor gezündet, also leitend gemacht werden. Der Ausdruck Zündung wurde vom Thyratron übernommen, bei dem ein Füllgas in der Röhre gezündet wurde. Um die Abläufe zu verstehen, hilft das Transistor-Ersatzschaltbild des Thyristors. Wenn man sich die mittlere Diode zweigeteilt vorstellt, bekommt man zwei Transistoren, die jeweils an Basis und Kollektor miteinander verbunden sind. Die äußeren Schichten entsprechen den Emittern der Transistoren, wodurch jetzt klarer wird, warum sie stärker dotiert sind. Der Gate-Anschluss ist mit einem der inneren Halbleiterschichten verbunden. Nehmen wir an, das Gate befindet sich an der inneren P-Schicht, also an der Basis des NPN-Transistors. Wird die Spannung am Gate positiv gegenüber der Kathode, fließt ein Basisstrom und der NPN-Transistor wird leitend. Dadurch kann jetzt auch über die Basis des oberen PNP-Transistors ein Strom fließen, wodurch auch dieser Transistor durchsteuert. Anode und Kathode des Thyristors sind jetzt miteinander verbunden. Da sich beide Transistoren gegenseitig weiter mit Strom versorgen, bleibt die Anordnung leitend, auch wenn kein Strom mehr über das Gate fließt. Abschalten lässt sich der Thyristor nur dadurch, dass der Stromfluss kurz unterbrochen wird oder so weit absinkt, dass der sogenannte Haltestrom unterschritten wird, der für die Aufrechterhaltung des Stromflusses notwendig ist. Er lässt sich also über das Gate nur ein-, nicht ausschalten. Man kann den Thyristor auch über den PNP-Transistor einschalten. Das Gate ist dann mit dem inneren N-Gebiet verbunden und braucht eine gegenüber der Anode negative Zündspannung. Der Thyristor kann auch ungewollt zünden, wenn die Spannung über ihm zu schnell ansteigt oder wenn die maximale Sperrspannung des mittleren PN-Übergangs überschritten wird und es zu einem Durchbruch kommt. Diese sogenannte Überkopfzündung führt zwar nicht zwangsläufig zur Zerstörung des Thyristors, sollte aber vermieden werden. Üblicherweise soll der Thyristor über das Gate kontrolliert gezündet werden. Die Durchbruchsspannung findet man im Datenblatt unter der Bezeichnung Null-Kipp-Spannung. Speziell für die Überkopfzündung ausgelegt waren die heute veralteten Vierschichtdioden, die auch unter dem Namen PN-PN-Diode oder nach ihrem Erfinder benannt als Shockley-Diode bekannt sind. Nicht zu verwechseln mit der Schottky-Diode. Die Vierschichtdiode ist praktisch ein Thyristor ohne Gate-Anschluss. Sie wird heute nicht mehr produziert und wurde vor allem vom Diac abgelöst, zu dem wir später noch kommen. Der Thyristor funktioniert nur in eine Richtung, also als Gleichstromschalter. Die maximal zulässige Spannung in Sperrrichtung darf nicht überschritten werden. Wechselströme werden durch ihn gleichgerichtet. Um auch Wechselströme zu schalten, kann man zwei Thyristoren antiparallel anordnen. Jeder Thyristor übernimmt jetzt eine Halbwelle des Wechselstroms.
Nachteilig ist, dass beide Gate-Anschlüsse gesondert angesteuert werden müssen. Da der Wechselstrom nach jeder Halbwelle auf Null sinkt, müssen die Thyristoren auch immer wieder neu gezündet werden. Das macht die Ansteuerelektronik sehr aufwendig. Durch Vereinigung zweier Thyristoren auf einem Halbleiterkristall entstand als Wechselstromschalter. TRIAC ist die Abkürzung für Triode for Alternating Current. Der prinzipielle Aufbau besteht aus wenigstens 6 Halbleitergebieten. Da sich die Polarität am TRIAC ändert, bezeichnet man die Hauptanschlüsse jetzt mit Anode 1 und Anode 2. Es gibt nur einen Gate-Anschluss, um den TRIAC in beide Richtungen zu zünden. Dabei kann unabhängig von der Polarität an den Hauptanschlüssen der TRIAC sowohl durch einen positiven wie auch durch einen negativen Impuls am Gate gezündet werden. Wenn wir uns den strukturellen Aufbau ansehen, sind gut die beiden gegenpolen Haupttyristoren zu erkennen. Über den Gate-Anschluss entstehen zwei Hilfstyristorstrecken, die für die Zündung wichtig sind. Einmal vom Gate über N4, P1, N2 und P2 nach Anode 2 und vom Gate über P1, N2, P2 und N3 zu Anode 2. Wenn nur einer der Thyristoren zündet, breitet sich der Strom im gesamten Kristall aus und der TRIAC wird leitend. Bei der Betrachtung, wie die Zündung vor sich geht, müssen wir uns 4 unterschiedliche Fälle ansehen. In Variante 1 ist sowohl der Gate-Anschluss als auch die Anode 2 positiv gegenüber Anode 1. Aus dem N1-Gebiet werden jetzt Elektronen in das P1-Gebiet emittiert, die auch den gesperrten P1-N2-Übergang überschwemmen und ihn dadurch durchlässig machen. Genau wie bei einem Bipolartransistor. P1 ist die Basis, N1 der Emitter und N2 der Kollektor. Wir haben es hier also mit einem ganz normalen Zündablauf beim rechten Haupttyristor zu tun und deshalb funktioniert das auch sehr gut. Im zweiten Fall bleibt Anode 2 positiv und das Gate wird negativ im Vergleich zu Anode 1. Jetzt leitet die Diode N4P1 und der Hilfstyristor 1 zündet. Fall 3, Anode 2 und Gate negativ. Die Diode P1N2 ist in Durchlassrichtung. Durch ein negatives Gate leitet jetzt auch die Diode N4P1 und es werden Elektronen aus dem N4-Gebiet nach P1 injiziert, die auch die Elektronendichte in N2 erhöhen. Dadurch zündet der Thyristor aus P1, N2, P2 und N3. In Variante 4 ist A2 negativ und das Gate bekommt einen positiven Impuls. Über N1 werden jetzt Elektronen nach P1 emittiert. Diese diffundieren durch die P1-Schicht und erhöhen auch die Ladungsträgerdichte in N2, bis Thyristor 2 wieder zündet. Das ist die ungünstigste Art, den TRIAC zu zünden, denn der dafür nötige Gate-Strom muss etwa doppelt so groß sein, was zu einer erhöhten Verlustleistung am TRIAC führt. Darum sollte man auf diese Art der Zündung verzichten. Bei der Schaltungsentwicklung sollten Varianten 1 und 3 bevorzugt werden. Auch beim TRIAC ist eine Überkopfzündung möglich, aber ungewollt. Auch hier gibt es ein Bauelement speziell für diesen Zweck. Der DIAC ist praktisch ein TRIAC ohne Gate-Anschluss. Die Zündung erfolgt in beide Richtungen durch Überschreiten der Durchbruchsspannung. Der gleiche Effekt lässt sich aber auch mit nur 3 Halbleiterschichten erreichen. Einer der beiden PN-Übergänge ist immer gesperrt, bis die Durchbruchsspannung erreicht ist und der DIAC leitend wird. Im Grunde kann man sich den DIAC vorstellen wie die Reihenschaltung von 2 gegensätzlich gepolten Z-Dioden. Der DIAC funktioniert in beide Richtungen, weshalb die Polung keine Rolle spielt. Thyristoren und TRIACs werden als Schalter besonders in der Leistungselektronik eingesetzt. Man findet sie in Leistungsreglern, Dimmern oder Drehzahlregelungen von Elektromotoren, zum Beispiel in Elektrowerkzeugen oder Fahrzeugen, als Sicherheitsschalter in Netzteilen und so weiter. In vielen Bereichen werden sie inzwischen durch den sogenannten Insulated Gate Bipolar Transistor, kurz IGBT, abgelöst.
ein Bauelement, das die Vorteile von Bipolar- und Feldeffekttransistor vereinigt. Der Diag wird beispielsweise in der Steuerelektronik von Lampen eingesetzt, hauptsächlich aber in der Zündschaltung von Thyristoren und Triags. Er sorgt dafür, dass die Zündung durch einen kurzen Impuls erfolgt, der den Triag weniger belastet als ein ständiger Gate-Strom. Früher wurden dafür auch Glimmlampen eingesetzt, die erst ab einer bestimmten Spannung zünden, im wahrsten Sinne des Wortes. Teilweise werden Triags und Diags gleich in einem Bauelement vereint, dem sogenannten Quadrag. Es gibt eine Zahl von Sonderformen wie den GTO-Thyristor, der sich auch wieder über das Gate ausschalten lässt, oder den Photothyristor, die aber im Amateurbereich keine große Bedeutung haben. So, das war heute ein weiterer wichtiger Baustein zum Thema Halbleitertechnik. Mit dem konkreten Einsatz von Thyristor, Triag und Diag beschäftigen wir uns dann im Schaltungstechnikteil, wozu ich euch dann gern wieder einlade. Bis dahin.